Hey ihr Lieben, willkommen zu meinem neuen Video. Mein neues Video geht um die Smombies unter uns. Ein Smombie ist ein Handy-Junkie sozusagen. Das Wort Smombie wird zusammengesetzt aus den Wörtern Smartphone und Zombie. Also, seid ihr ein Smombie? Ich liefere euch die 7 Anzeichen dafür, ob ihr ein Smombie seid oder eben nicht, und lasst euch überraschen, ob ihr dazugehört. Das erste Anzeichen dafür, ob ihr ein Smombie seid oder eben nicht, ist, dass das Doppelkinn mittlerweile ganz genauso zu eurem Look gehört wie Photoshop zum Beispiel zu den Promis. Denn durch dieses permanente nach unten gucken entsteht dieses wunderschöne Accessoire, das wir mittlerweile sehr oft mit uns tragen. Das zweite Anzeichen ist eingeschlafene Beine. Das ist doch total langweilig. Wer hat denn heutzutage noch eingeschlafene Beine? Wir haben eingeschlafene Daumen und Zeigefinger. Anzeichen 3. Ihr habt mittlerweile schon eine kleine Delle auf eurem kleinen Finger oder zumindest schmerzt diese Stelle ab und zu, denn dadurch, dass das Smartphone permanent auf diesem kleinen Finger liegt, ja, gibt es eben, wie gesagt, diese wunderschöne Stelle, diesen wunderschönen Abdruck. Anzeichen 4. Ihr schaut euch einen total spannenden und tollen Film mit euren Freunden an. Ja, und am Ende wisst ihr gar nicht, worum es ging, weil ihr mal eben Facebook oder Instagram checken musstet. Anzeichen 5. Euer Essen wird regelmäßig kalt, weil ihr es einfach erstmal so herrichten müsst, dass es auch ja Instagrammable ist. Anzeichen 6. Das Ladekabel gehört einfach in jede Tasche. Egal wo es hingeht, das Ladekabel muss mit. Bei 50% gehen wir schon gar nicht mehr ohne Ladekabel aus dem Haus, da wir denken, oh mein Gott, reicht das überhaupt noch? Anzeichen 7. Ihr habt schon zig Bekanntschaften geschlossen, weil ihr beim Laufen und beim Runtergucken permanent in wildfremde Menschen reincrasht. Und was sagt ihr? Seid ihr ein Smombie? Seid ihr Smartphone-abhängig? Hängt ihr den ganzen Tag an eurem Handy? Oder interessiert euch das alles gar nicht und ihr seid total offen für die Welt? Tja, sagt es mir doch, schreibt es mir in die Kommentare, es interessiert mich wirklich. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt euch doch einen Daumen nach oben. Nee, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Und ihr könnt mir auch gerne ein Abo dalassen. Ich würde mich tierisch darüber freuen und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Tschüss!